Schwierig nicht. Komm. Sonst kann ich ja da auch gleich nochmal reingucken. Ich hätte echt die Hoffnung, dass es dann vielleicht genau liegt. Doch, da liegt's noch. Gott sei Dank, haben wir ein Glück. Haben wir ein Deivel. Speichern. Haben wir ein Glück. Oh. Leute, Leute, Leute. Sowas macht mich fertig. Hier kann ich soweit noch nichts tun. Kommen wir erst später lang. Glaube ich. So. Also wir sollten hier erstmal einmal runter. Oh Gott sei Dank. Jetzt können wir aber wenigstens die andere Trophäe noch mit abgeben. Das machen wir jetzt auch direkt jetzt erst, bevor wieder irgendein anderes seltenes Monsterviech kommt, was wir töten und das dann wieder nicht mitnehmen können. Weil so eine Angst um eine Monster-Trophäe möchte ich nicht nochmal haben. Hin. Euer Ruf soll heißen, 5 Ungeheuer sind tot. Das ist eine Belohnung wert. Dieser Runenstein soll sehr mächtig sein. Nehmt ihn. Habt ihr aber eine Kreatur, die es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Gibt es Belohnung? Bringt mir einen Beweis. Hier ist der Zemetauer aus der Gruft. Ich habe genug Beweise gesehen. Hier sind eure 800 Orens. Lebt wohl. Jo. Stärkt die Klinge vorübergehend mit Magie. Erhöht die Chance, einen Gegner zu treffen und den zugefügten Schaden. Um 60% erhöht die Chance auf einen kritischen Schlag um 30. Ja, die Rune ist sogar immer schlecht. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Quests hier an. Okay, wir müssen Julian berichten. Das machen wir doch gleich als erstes. Da wir ohnehin mit Julian reden müssen, tun wir das einfach. Und es kann nichts aufhalten. So. Sesam, öffne dich. Schlag
mich, ihr Memme! Ah, da ist Julian. Geralt? Eine Übereinkunft mit den Vodjanoi ist möglich. Glaubt ihr? Das ist der Wille der Herrin des Sees. Habt ihr etwas dagegen einzuwenden? Nein, Hexer, ich bin nicht dumm. In dem Fall brauche ich etwas, das eure Ergebenheit ihr gegenüber und euren Wunsch, mit den Vodjanoi Frieden zu schließen, symbolisiert. Natürlich gebe ich euch etwas. Was soll es sein? Die Alabasterfigur, die einen jungen Vodjanoi darstellt, der einen Wasserelementargeist fängt. Ihr nehmt. In Visima hätte er einen guten Preis eingebracht. Aber Friede ist wichtiger. Bleibt stehen! Okay. Geert. Bis später. Lasst uns später reden. Oh ja, jetzt will er gerade nicht. Ich möchte gerne. Gut, einmal für 7 Orans bitte. So, wir haben hier jetzt einmal wieder neue Talente. Hier einmal vollständig. Hier habe ich bis da oben vollständig. Das mache ich hier. Stufe 27. Okay. Dann noch. Bisschen Schwalbe herstellen. Nekrophagenöl könnten wir nochmal herstellen. Dann bitte einmal bis zum Morgen schlafen. Außer einer haben wir ja keine Quest mehr bei Nacht. Glaube ich. Schwalbe. Da ist auch wieder so ein bisschen Platz. Das Rittersporn. Und da ist Julian. Geralt? Ich sollte Alina finden. Habt ihr sie gefunden? Ja. Das ist wunderbar. Geht es ihr gut? Setzt euch und trinkt etwas. Alina ist tot. Sie wurde zu einer Mittagserscheinung, einem Dämon. Sie ist tot? Ich weiß, das ist schwer. Aber wir müssen etwas unternehmen. Wenn wir nicht handeln, werden Leute auf den Feldern sterben. Verstehe. Tut, was ihr könnt. Ich bezahle euch. Das kostet aber mehr als einen Silbergroschen. Tut, was getan werden muss, Hexer. Und macht es, wenn möglich, schnell und schmerzlos. Ich versuch's. Wisst ihr, ich glaube an die Vernunft, nicht an die Götter. Und doch betete ich zur Militele, dass ich Alina wiedersehen würde. Ich fühlte mich elend, voll Widerwillen. Ich brauchte wohl Zeit, um zu akzeptieren, dass meine Alina tot ist. Geralt, wie ist das passiert? Selina hat sie getötet. Wahrscheinlich aus Versehen.
Sie ist ebenfalls tot. Wie das? Wie Selina starb? Ich bin nicht sicher. Sie wurde ebenfalls zu einem Dämon. Bei allen Göttern! So viel Leid! Womit haben Sie dieses Schicksal nur verdient? Geralt, bitte helft Ihnen! Tut alles, was in eurer Macht steht! Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Aber ich tue, was ich kann, damit die Seelen der Schwestern in Frieden weiterziehen können. Okay. Wer will einer aufs Maul? Geralt? Rittersporn, ich muss einen Weg finden, Alinas Geist Ruhe zu schenken. Wie es der Zufall will, besaß Alina einen Spiegel Nehalenyas, ein seltenes, mächtiges Objekt, wie es Propheten und Orakel benutzen. Er konnte die Zukunft exakt vorhersagen, wenn auch manchmal auf verwirrende Weise. Alina hat ihren Spiegel häufig befragt. Und sie hat ihn gefragt, wer ist die Schönste im ganzen Land? Die Spiegel Nehalenyas sind entweder höflich oder zerbrochen. Genau. Ich nehme an, dass Alinas Spiegel nicht besonders höflich war. Vielleicht, wenn... Wenn wir die Teile finden, den Spiegel zusammenbauen und Alina zeigen... Dann begreift sie, wer sie ist. Ruft mich, wenn ihr mich braucht. Bis später. Okay, haben wir leider schon mal wieder ein Schrittchen weiter nach vorne getan. Ich will die Schöpfung an ihr Spiegel suchen. Ja, das machen wir. Zwei Basilisken heute. Chitin würde ich wahrscheinlich erstmal machen. Hey, das wird weniger wird. Okay, der ist nicht hier. Ich habe aber auch fast gedacht, deswegen frage ich mich, warum da die Quest überhaupt aktiv ist. Das mit den Aaron würde ich demnächst machen. Was ist das mit der Hexe? Hm? Hm, okay, die sitzt ja immer noch. Was wollt ihr? Ich habe den Schatz der Griggs. Dann bringt das Reitgeschirr jetzt zur Kapelle unserer Griggs. Sie steht bei der Brücke. Ein kleines rotes Sandhorn. Geht am folgenden Tag wieder hin und seht nach, ob die Griggs das Geschenk akzeptiert haben. Wie erkenne ich das? Sie werden euch wiederum ein kostbares Geschenk überlassen, das Freundschaft oder Freude symbolisiert. Wenn Hahn dieses Geschenk bei sich hat, behelligen ihn die Griggs nicht mehr. Lebt wohl. Okay. Aber zuallererst will ich die Riesenmonster da bekämpfen. Gut, die Verschlinger müssen wir ja auch noch machen. Aber erstmal. Erst einmal gucken wir, dass wir diese Riesenviecher da kriegen. Na, passt das alles. Da.
Du kommst gerade wie gerufen. Okay, das wäre jetzt gerade nicht so gut. Okay, so viel besiegt? Ja. So. Dann damit einmal zum Elfenhandwerker. Die kleine Kapelle einer Gottheit. Wer hält hier Andacht? Okay. Sehr schön. Dann hätten wir das ja auch. Ich bin doch nur ein wohlhabender Mann. Herr. Ich habe eine Übereinkunft mit den Griggs erzielt. Ich bin beeindruckt. Wenn ihr dieses vierblättrige Kleeblatt tragt, behelligen sie euch nicht. Vielleicht kann ich die Brücke vor dem ersten Schneefall vollenden. Nun zu eurer Belohnung. Ich bevorzuge Gold. 400 Orens, wie versprochen. Danke. Sehr schön. So, das hätten wir. Diesen 1000-Füßler-Vertrag. Jagd auf die wilde Jagd. Okay. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir jetzt noch einmal wieder zurück. Vielleicht hat Berengar noch was zu sagen. Mal schauen, mal schauen. Also gut, bis ins Kapitel 5 werden wir es heute wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich gebe mein Bestes. Ich möchte ja, dass hier auch alles seine Richtigkeit hat. Wobei ich nicht weiß, wie lange ich noch machen werde. Wie spät ist es denn? Ah ja, vielleicht so eine halbe Stunde noch. Mal gucken. Mal da hinten lang. Dann können wir den einen Vertrag nämlich auch schon mal abgeben. So, irgendwas ja. Sei brav. Okay. Wir müssen auf jeden Fall wieder da hinten hin, wo die Elfen ihr Lager aufgeschlagen haben. Jetzt will ich einfach mal gucken. Ah, Teil 1 Rüstung, das haben wir tatsächlich schon. Gut, ich dachte nämlich erst, weil ich es dann nicht gesehen habe, dass wir es doch nicht haben. Ja? Okay, mit dir können wir nicht weiterreden. Schade mit E. Die Leiche hat auch nichts Besseres zu tun, als dann noch weiter rumzuliegen.
ich denke mir, ich mache noch so lange, bis ich hier mein Getränk leer habe. Danach würde ich wahrscheinlich auch so langsam Richtung Bett verschwinden. Catmay, fahrt gern. Seid gegrüßt. Wer seid ihr? Im Chaos des Krieges ist wenigen an Schönheit und Harmonie gelegen. Ich sorge dafür, dass die Schönheit nicht von der Welt verschwindet. Ich fertige Objekte nach den Wünschen der Kunden an. Ihr seid ein Handwerker? Handwerker produzieren nur Nützliches. Die Schönheit meiner Arbeiten würde selbst einen Toten rühren. So, einmal ganz kurz das Fenster geöffnet. Ich suche nach Informationen über Rabes Rüstung. Die legendäre Hexerrüstung. Sie hat einzigartige magische Eigenschaften. Ich bin ganz Ohr. Sie wurde in den Werkstätten der Gnome hergestellt, aber von Elfen vollendet. Sangesmeister Tian Sal interessierte sich für Rabes Rüstung, arbeitete 12 Tage ununterbrochen daran und begleitete jeden Hieb seines Meißels mit einem Lied der Macht. Laut der Legende sang die Rüstung im Kampf ein Siegeslied für Rabe, was seine Zuversicht stärkte und ihn beruhigte. Eine schöne Geschichte. Wisst ihr, ob noch Aufzeichnungen über diese Lieder existieren? Ich an eurer Stelle würde in Grüften danach suchen. Finde die Gruft des elfischen Sangesmeisters. Objekte, die ihm zu Lebzeiten gehörten, müssten in seinem Sarkophag oder in der Nähe liegen. Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr die Riesentausendfüßler-Rüstung für mich? Hier. Endlich kann ich mit meiner Arbeit fortfahren. Nehmt diesen Beutel als Lohn für eure Mühe. Okay. Dann. Rüstung. Ich muss die Aufzeichnung eines Elfen-Sangesmeisters finden. Die Gruft durchsuchen. Gut. Warum hätten wir das? Ist gar nicht mal so einfach. Man möchte irgendwie alles schaffen. Weißt du nicht genau wie, was, wann, wo? Okay, hier ist keiner mehr. Dann gehen wir mal ganz kurz zu dem Wutscher Neupriest in der Hoffnung, dass er da ist. Ja, ist er. Da ist der Fischer. Hm? Passt okay. Auf euch auf. Er sagt uns nichts weiter. Was ist denn mit dem Mädchen? Ich. Okay. Pass auf. Ist auch nichts Neues zu sagen. Dann bitte einmal der Wurzler Neupriester. Reden! Ich habe Berengas auf. Wir unter Wasser leben, tief im Wasser. Verstehe. Großdumpreis Kuh in Dorf. Dagon kommt für sie. Ihr Dagon. Ich soll die Kuh als. Ihr Großdumm. Ich soll. Ihr lieber Menschenopfer. Na gut. Ich locke die. Reden! Hör zu. Ich bin kein Kuhhirte. Also weiß ich nicht so genau, wie man Großdumm-Preiskuh anlockt. Obst und Nüsse. Großdumm-Preiskuh liebt Obst und Nüsse. Obst und Nüsse? Diese Bauern haben den Verstand verloren. Okay, sie mag Früchte und Nüsse. Dann kriegen wir das auch irgendwie hin.
Mir ist langweilig. Dann spiel was, Kind. Spiel. Die Frage ist jetzt, muss ich für die Rüstung in die muss ich das im fünften Kapitel machen oder in diesem hier? Okay. Ja, also tatsächlich alles erst im letzten Kapitel. Jo, sehr schön. Okay. Ja, nee, das brauche ich nicht. Hier wieder rein. Wollen wir uns darum nicht weiter kümmern. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch einmal auf die Felder zurück. Gucken einmal, dass wir das mit den Alraunen und so hinkriegen und mit dem Spiegel. Raum und Spiegel. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, werde ich vorher aufhören. Da ich ja morgen und übermorgen auch noch weiter streame. Wie seltsam. Ich auch gern mal wieder ein bisschen länger lesen möchte als so 5 Minuten. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt alles mache, was ich jetzt eben so um mich hin überlegt habe. Nur teilweise, zumindest bis mein Getränk leer ist, dann beziehe ich mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, man muss das in einer gewissen Reihenfolge machen. Glaube ich. Will natürlich aber auch nichts Falsches erzählen. Ich gehe erstmal hier geradeaus weiter. Oben wäre auf jeden Fall ein Spiegel. Da hinten. Okay, nee, man muss es doch nicht in Reihenfolge machen. So, dann gehe ich noch einmal da hoch. Warte mal.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ich schaue einfach mal. Jetzt gehen wir das hier noch nicht weiter. Hier war keiner. Dann gehen wir jetzt einmal Richtung Geistlicher. Da ist ja auch einmal noch Alina Spiegel. Da kümmern wir uns dann auch einmal um die Alraunen. So, und da ist die gut auch schon. Ich bin so lustig, wie die ganze Zeit brennen ist hier. Tschüss. So. Die wilde Jagd. Müsste jetzt hier hinten irgendwo sein, ne? Was ist dafür? Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Dafür bitte einmal zur Nacht. Lasst es Nacht werden. Das nehme ich nochmal schnell. Da hinten sind sie. So nehme ich einmal Walbe. Damit sollten wir jetzt eigentlich bereit sein. Ja. Genau mit so etwas hatte ich so richtig mit zu kämpfen. Ah, das
da nicht hin. Gott, Geralt. Das ist jetzt so eine Stelle, wo ich mich eigentlich jedes Mal drüber aufrege. Alter, Geralt. Raus da jetzt. So, jetzt aber. Geralt. Manometer. Okay, wir haben's. Hui. Heftig. Echt heftig. Warte, einmal speichern. Ich weiß, wie es ist. Ich kenne ja mein Glück. Komme ich denn nicht auch einfach... Nee, komme ich nicht. das ist abgeschlossen. Komm ich hier rein? Ja, hier komme ich rein. Wie... Alles erledigt. Die wilde Jagd ist fort. Hervorragend. Ich danke euch. Welche Belohnung wollt ihr? Ich wäre gerne Besitzer einer Hütte. Hier ist der Schlüssel zur Tür. Danke. Und bitte nehmt dieses Säckchen heiliges Salz. Tragt es bei euch, um Phantome abzuwehren. Das könnte sich als nützlich erweisen. Okay. So, und wir haben uns unsere Belohnung abgeholt. Jetzt kommen wir hier auch wunderbar rein. Hier finden wir auf jeden Fall jede Menge Alkohol. Können uns natürlich hier nicht einfach hinlegen, aber wir können uns dennoch schlafen legen. So. Achso, und einmal neue Talente. Ich gucke, wo nur noch zwei sind. Hier wäre nur noch zwei. Hier auch. Da wären mehrere. Ebenfalls. Da auch. So, dann hätten wir das hier auch fertig.
Schmerz angreifen. Machen wir das einmal. Dann wäre jetzt das mit den Feldern noch ganz gut. Ich bin wobei. Vielleicht mache ich auch lieber erstmal das mit dem Forscher neu. Denn ich weiß nicht, ob das hier vielleicht dann sogar die Quest ist, die uns danach aus dem Kapitel befördert. Also dann ins Kapitel 5. Was war das denn? Deswegen möchte ich lieber das mit dem Watcher neu machen. Denn da kriegen wir nämlich noch etwas ganz, ganz Tolles. Das wäre mir sogar noch relativ wichtig. Vielleicht mache ich das heute doch noch. Also eigentlich dauert es gar nicht mehr so lange, bis wir... im nächsten Kapitel sind. Sind jetzt einfach noch so viele kleine Nebenstationen. Ich sammle zumindest jetzt erstmal hier so die Spiegel. Den letzten mache ich noch nicht. Kommt dann, würde ich sagen, später. Oder hat nicht gesehen. So, sehr schön. So. Wo soll es denn hier sein? Hinten waren wir nämlich noch nicht. Ah, okay, da hinten. Das Leuchten würde ich überall wieder erkennen. Ich glaube, alle Talente kriegen wir auch diesmal nicht vollständig. Aber viele. Sagen wir es mal so, ich kann es zumindest behaupten, wenn wir das hier durchhaben. Dass ich relativ viel schon erledigt habe.
Okay, da ist noch ein Wyvern. Was ich eher bräuchte, wäre Basilisken. Aber die sind hier nicht. Aus einem unerfindlichen Grund. So. Dann einmal zurück. Bevor wir jetzt die Kuh stehlen, mache ich doch nochmal eine kleine Pause. Wie gesagt, wir versuchen das jetzt einfach mal. Die Questreihe möchte ich nochmal kurz abschließen. Und dann schauen wir, bis wir zum Ende kommen. Wie seltsam. Was ich jetzt mal gucke, Früchte und Nüsse, ne? Okay. Müssen sie dann einfach nur weglocken. Mal sehen, wie uns das dann gelingt. Aber wie gesagt, vorher werde ich erstmal noch eine kurze Pause machen. Und kurz wohin verschwinden. Kuh, ist die Kuh, da ist die Kuh. Grüße, Hexer. Die ist natürlich auch jetzt gerade unbewacht. So, wie gesagt, wir speichern hier und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich hier wieder.